Moin Moin und willkommen zu Die Sims 4. Mein Name ist Patrick und ich stehe hier und ich bin Spiel 2. Und willkommen zu Harry Weber Part 3. Jetzt hier das Zimmer wieder ein. Unter anderem Badezimmer. Was war's noch? Also Badezimmer. Schlafzimmer. Kinderzimmer. No. Ich muss mal eben kurz noch sehen, was machen. Bin ich euch da? So. Jetzt bin ich für euch da. So, wechseln wir wieder im Baumodus. Badezimmer, das ist ja hier einer. Jo, nehmen wir eine Toilette von John. Eine Badewanne.
müssen wir mal gucken, was für eine Badewanne wir nehmen. Ja, Licht müssen wir ja auch einbauen, aber das Wichtigste ist ja auch erstmal hier Design. Ist ja auch das Wichtigste. Blumen im Badezimmer. Der Schwan. Ja, komm, nehmen wir den Schwan. Schwarz. Ja, komm, nehmen wir den. Meldung-Poster. Der Lebensretter. Naja. Ein Bierchen. Na gut. Katzen sind willkommen. Dann bauen wir hier noch eine Theke ein. Nee, gebraucht möchte ich die ehrlich gesagt nicht.
Zimmer pflanzen. Jetzt wird noch ein bisschen Licht. So, dann gehen wir jetzt hier unten einmal hin. Einmal ich schon mal platzieren. Auch will ich hier einmal ein komplettes Badezimmer einbauen.
Dann haben wir schon mal beide Badezimmer eingerichtet. Und jetzt kommt das Kinderzimmer dran. Wie ihr seht, haben wir hier genug Platz. Für das Kinderzimmer. Oder erst Schlafzimmer. Ja komm, mach mal als erstes Schlafzimmer. So, Uhren.
So, und dann brauchen wir jetzt hier nur noch Licht. So, dann ist das Schlafzimmer auch schon fertig eingerichtet. Also wir haben jetzt beide Badezimmer, Schlafzimmer und Küche. Haben wir jetzt. Ah, da fehlt hier. Mir fehlt hier irgendwas noch in der Küche. Alles kommt das Wohnzimmer dran. Also als allererstes Fernseher. Natürlich ein Monsterfernseher. Liegt ja natürlich direkt die halbe Wand hier ein, aber das ist mir egal. Da nehmen wir die Couch.
so bleiben. Dann bauen wir hier noch eine Bar ein. So, was ist immer sehr interessant, so eine Bar.
Ja, jetzt bin ich am gerade überlegen, was wir mit den Raum hier machen. Ja, gut, dann machen wir jetzt. Ja, wie gesagt, wir machen immerhin nur ein kurzes Stück immer. Ich sag mal, bis später.